ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, bin ich noch in Hamburg. Ich habe heute einen Friseurtermin, wie ihr ja wahrscheinlich schon gelesen habt. Wundert euch nicht, meine Augenbrauen. Ich habe ja letzte Woche, das müsste für euch letzte Woche online gegangen sein, meinen Augenbrauen-Pigmentiertermin, den ich auch gefilmt habe. Also falls ihr das Video verpasst habt, dann klickt da auch mal rein. Heute gehe ich allerdings zum Friseur und ich bin ganz mutig heute, weil ich gehe zu einem Friseur, den ich nicht kenne. Also ich bin das allererste Mal gleich mit euch zusammen da und ich nehme die Kamera natürlich mit. Ich bin gespannt, wie es mir da gefällt. Das Einzige, was ich weiß von dem Friseur, ist, dass er Oppermann heißt und meine Schwester auch schon da war einmal und aber sehr zufrieden war. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie ich danach aussehen werde. Ich werde auf jeden Fall was mit Farbe machen, weil meine Haare geschnitten habe ich ja gerade erst. Also mal gucken. Ich werde mich auf jeden Fall beraten lassen und ich bin ganz neugierig, wie ich am Ende aussehen werde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los, weil sonst kommen wir zu spät. Szene zu drehen. Ich bin mit meiner Schwester nämlich danach sofort shoppen gegangen, also nach dem Friseurbesuch, und irgendwie muss ich mein Gehirn dann ausgeschaltet haben und ich habe mich nur noch aufs Shoppen konzentriert. Ich wollte doch noch ein bisschen was zu dem Friseur sagen und jetzt euch meine Haarfarbe noch mal genauer zeigen. Genau, wo fange ich als allererstes an? Ich glaube, ich fange einfach mal von ganz von vorne an. Also, ich habe ja gesagt, ich kenne den Friseur nicht und ich habe mir gedacht, komm, jetzt gehst du zu einem neuen Friseur, der kennt dich überhaupt nicht. Warte mal ab, was er dir empfiehlt und was er dir, ja, was er sagt, was passt am besten zu dir. Also sei mal ganz offen für was Neues. Und so bin ich dann auch dahin gegangen. Also ich war bereit für was Neues und ich habe auch zu ihm gesagt, dass ich, ja, das erkennt mich nicht. Also was würde er mir jetzt für eine Frisur oder für eine Haarfarbe empfehlen? Und ich habe auch gedacht, komm, wenn er jetzt sagt, du machst dir braune, also braune Haare passen zu deinem Typ am besten, dann hätte ich wirklich auch braune Haare gemacht.
Oder wenn er gesagt hätte, schneid dir einen Bob oder so, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Also ich war dem, wie gesagt, sehr, sehr offen. Ich bin dann dahin und mein erster Eindruck war so positiv. Ich bin da rein und die Atmosphäre war so angenehm. Und man hat sofort das Gefühl gehabt, okay, hier arbeiten wirklich nur Leute, die wirklich wissen, was sie tun und die Ahnung von ihrem Job haben. Also ich habe mich da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und das hatte mich in meiner vorherigen Einstellung eigentlich nur noch bestärkt. Und ja, ich saß dann da und habe ihm das gesagt, also wenn du mit mir machen könntest, was du wolltest, was würdest du mit mir machen? Und er hat gesagt, ich würde an deiner Frisur eigentlich gar nichts verändern. Auch an deiner Haarfarbe. Ich finde diesen hellblonden Ton jetzt an dir sehr gut. Also es passt zu deinem Typ. Ich sage auch, lass dich von meinen Augenbrauen nicht ablenken, weil ich die ja gerade frisch pigmentiert hatte und die ziemlich dunkel waren. Aber er sagte, nee, nee, alles gut. Also er würde das hellblonde auf jeden Fall bei mir lassen. Er würde lediglich diesen Goldstich, den ich im Ansatz hatte, weil ich ja meine Haare wirklich sehr rauswachsen lassen habe, den würde er dann rausnehmen und das Ganze so ein bisschen aschiger machen. Und ja, Länge wird er auch nichts machen. Er findet das auch gut, dass ich das überwiegend in einer Länge habe, weil ich halt sehr ja, wenig Haare habe, aber dafür viele. Und deswegen würden Stufen bei mir eigentlich nicht so gut sein. Deswegen ja, würde er an meiner Länge nichts ändern. Das Einzige, was er auch gut finden würde, wäre, wenn ich meine Haare so auf Schlüsselbeinlänge hätte. Aber das hatte ich ja jetzt gerade erst. Deswegen habe ich gesagt, nee, nee, dann lassen wir die halt so lang, wenn du sagst, die sind okay. Und ja, und dann ging es auch schon los mit dem Färben. Und ich kann euch den Friseur wirklich nur ans Herz legen. Ein ganz toller Friseur, der wirklich weiß, was er tut. Jeder einzelne Mitarbeiter von denen. Also ich hatte wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl, als ich da war. Und es liegt auch total schön. Also es ist alles sehr, sehr schön für mich gewesen. Und jetzt zeige ich euch meine Haare auch nochmal von nah. So, ich muss gucken, dass die Kamera scharf stellt. Also so sehen die Haare jetzt aus. Frisch gewaschen. Ich zeige euch das auch mal von unten. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen oder von oben auch mal. Ja, was soll ich noch sagen? Also ich war rundum zufrieden und ich kann euch den Friseur, wie gesagt, sehr ans Herz legen. Ich schreibe euch, falls euch das interessiert, wo ich war, auch gerne nochmal in die Infobox. Also Oppermann heißt der Friseur. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch mein Video gefallen hat und ihr im nächsten Video auch wieder einschalten werdet. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen guten Morgen. Und passt auf euch auf, ihr Lieben. Ganz wichtig. Also, bis ganz bald. Ciao, eure Nina.